liebe Kids, hallo Eltern. Wie schon im letzten Online-Training angekündigt, wollen wir im Mai eine Prüfung machen. Die letzte Prüfung ist ja leider durch Corona ausgefallen. Und wir haben uns gedacht, wir machen auf alle Fälle eine Prüfung. Und auch wenn es dann online ist, aber vielleicht können wir uns ja auch treffen zur Prüfung, haben wir uns Folgendes gedacht. Das heißt, wir drehen jetzt alle Gürtel gerade ab, was ihr zur Prüfung braucht. Wir stellen das dann online auf der App oder auf dem YouTube-Kanal. Ihr könnt euch das angucken, was ihr braucht für euren Gürtel. Trainiert danach und ihr dreht selber ein Video von euch, wie ihr die Übungen macht. Das heißt also, die Eltern filmen die Kinder ab, Form zum Beispiel, Schlagtraining, die Pratze, ja, dritte, Viererblock und so weiter. Ja. Fitness-Test. Ja. Ihr schickt das uns per WhatsApp rüber. Wir schauen uns das an, geben euch ein Feedback, schicken eventuell ein Video zurück, eine Korrektur, wo ihr nochmal was dazu sagen, was vielleicht verbessert werden muss oder nicht. Und dann am 16. Mai und am 17. Mai machen wir dann Prüfung. Wir müssen das wahrscheinlich in kleineren Gruppen aufteilen dann, deshalb auf 2 Tage verteilt. Und ja, entweder können wir uns sehen, dass wir das hier vor Ort hier in der Schule Gelnhausen machen, oder wir machen das alles live online praktisch dann. Ja. Wenn wir uns nicht sehen sollten dann, ja, machen wir es so, dass wir persönlich zu euch nach Hause kommen und überreichen euch dort dann den Gürtel. Ja, das war jetzt so die Überlegung, die wir machen wollen, dass ihr auch zu eurem neuen Gürtel kommt, jetzt im Mai. Und ich würde sagen, ihr schaut euch bitte die Videos an, trainiert fleißig, nehmt an den Online-Live-Trainingseinheiten bitte dran teil, da werden wir auch nochmal Sachen aus dem Prüfungsprogramm auch trainieren. Und für diejenigen, die ganz fleißig sind, die mindestens 4-mal live dabei sind, gewesen sind, ja, haben wir uns Folgendes überlegt, weil das ist ja doch schon, muss ich sagen, Respekt davor vor euch, dass ihr das so mitmacht, das Training vor dem Computer, vor dem Tablet oder vor dem Handy, gibt es dann einen Gürtel extra. Das heißt, ihr überspringt praktisch einen Gürtel dort. Ja, als besondere Anerkennung, dass ihr die Disziplin habt, ja, da euch dorthin zu stellen und zu trainieren. Ja. Also 4 Live-Trainingseinheiten müsst ihr absolviert haben, um einen Gürtel zu überspringen. Also, ab geht's. Schaut euch die Videos an, trainiert fleißig, ja, schickt mir das Video bitte zu und ihr kriegt dann Feedback und wir sehen uns alle dann am 16.17. entweder live oder ja, live per Online oder live hier in der Schule dann zusammen. Bis dann, ciao. Little Dragon Programm voll orange. Fitnesstest. 5 Ausfallschritte jede Seite nach vorne. Immer abwechselnd. Ein Schritt nach vorne, entgegengesetzt ein Arm nach oben dort. Insgesamt sind das 10 Stück, auf jeder Seite 5 Stück, abwechselnd. Danach machen wir den Kaktus, auf den Rücken legen, Arme neben Körper und den Po nach oben hoch bewegen und ein Bein strecken. Immer schön abwechselnd, jeweils auch 5 Stück, insgesamt 10 Mal. Dann 10 Hampelmänner, jetzt flüssig und besser koordiniert. Füße schön auseinander, Arme oben zusammenbringen dabei, beides zusammen. Nach den 10 Hampelmännern 5 Strecksprünge nach oben. Schön weich landen auf dem Boden, nicht umfallen dabei, schön die Arme nach oben strecken. Little Dragon Programm voll orange, 7 Taubform, ja, Satz 1 komplett. Wir stehen wieder gerade, Rücken gerade ausgerichtet, Ellenbogen nach hinten ziehen, runtergehen in die Knie, Fußspitzen nach außen, Hacken raus, gerade ausrichten, Ellenbogen nach hinten ziehen, dabei Hände öffnen, kreuzen an den Handgelenken, strecken nach unten und die obere Hand geht innen drin durch und wir kommen in die gleiche Position wie am Anfang und ziehen die Arme bzw. die Ellenbogen wieder zurück. Füße wieder ab. So. Lebenskompetenzen, Werte. Ja? Hier
Hier geht es jetzt um Disziplin. Ja? Es geht darum, wo gebe ich mein Bestes. Ihr sollt drei Beispiele nennen, wo ihr immer euer Bestes gebt. Zum Beispiel, ich gebe mein Bestes, wenn jemand zu mir spricht, ich höre den genau zu und schaue den an. Oder ich gebe mein Bestes, wenn ich mein Zimmer aufräume. Ja? Ich gebe mein Bestes, wenn ich ein Bild male. Ja? Also drei Beispiele nennen, wo ihr euer Bestes gebt. Sicherheitstest, Selbstverteidigung. Erste Sache, Frage, wen kann ich um Hilfe bitten draußen auf der Straße? Ja? Als Beispiel, ich kann jemanden fragen, wenn ich Hilfe brauche, andere Eltern mit anderen Kindern zum Beispiel. Das sind die nettesten Leute mit Kindern, ja, wo ich am schnellsten Hilfe bekomme. Die verstehen meine Probleme oder mein Anliegen am besten. Ich kann fragen, eine Oma oder ein Opa, der mir vielleicht hilft. Ich kann vielleicht fragen, jemanden, der in einem Geschäft ist, ja, der mir vielleicht hilft. Ja. Die Kassiererin, der Verkäufer dort. Ja. Oder ich kann natürlich jemanden fragen, vielleicht wie der Polizist oder den Feuerwehrmann oder der Mann vom Krankenwagen. Also drei Beispiele nennen, wo ihr zum Beispiel Hilfe bekommen könnt. Als praktische Übung haben wir jetzt das Greifen am Handgelenk. Ja? Wir haben gelernt in den anderen Gürtelgraden, wie ich zurückgehe, wie ich stabil stehe. Ja, jetzt bei Vollorange ist so, ich werde an einer Hand gegriffen. Ja, gleiche Seite dort und ich nehme meine andere Hand hoch, schlage diese Hand jetzt weg, ziehe meinen Arm aus und gehe zwei Schritte zurück und sage, stopp, lass mich in Ruhe. Ja? Also, gleiche Seite wird gegriffen, meine Hand geht hoch, ich schlage auf den Arm drauf, gehe zwei Schritte zurück, bringe meine Hände nach vorne und sage, stopp, lass mich in Ruhe. Vierer Block. Position 1, Position 2 ist ein Schlag nach unten, bzw. ein Stoppen nach unten, die Hand geht runter, ich halte was auf. Position 3 ist Schlag mit der hinteren Hand, ich konter. Und Position 4 ist, ich komme wieder zurück. Also 1, 2, 3, 4. So, jetzt bei voll orange müssen wir schon zwei Viererblocks ineinander zeigen. Ja, der zweite Viererblock ist Schlag mit der vorderen Hand, Schlag mit der hinteren Hand und wieder zurückkommen. Also, das heißt also 1, 2, 3 und 4 wieder zurück. Das waren die zwei Viererblöcke für voll orange. Bratzentest bzw. Committee-Test. Ja. Heute geht es um einen Handrückenschlag mit dem vorderen Arm und einen Rundkick mit dem hinteren Bein. Das heißt, wir stehen hier, ein Bein ist vorne, Bratze wird hochgehalten, wir können auch ein Kissen nehmen, mit der vorderen Hand wird ein Handrückenschlag dort hinein. Das 10 Mal, dann Fußwechsel nach dem 10. Mal und wir schlagen auch hier wieder mit der vorderen Hand dort rein. Okay. Rundkick mit dem hinteren Bein. So. Pratze oder Polster an die Seite. Höhe ist Oberschenkelhöhe. Wir sagen auch dazu Lowkick dort. Mit dem hinteren Bein tritt zum Polster oder zum Kissen dort hinein. Wichtig ist, den ganzen Körper dabei drehen und treffen tun wir mit dem Spann. Hände möglichst oben behalten dort und schön das Gleichgewicht. Auch hier 10-mal rechte Seite und natürlich Fußwechsel und 10-mal linke Seite. Als Abschluss kleine Herausforderung, kombinieren wir das, dass wir einen Handrückenschlag machen und dann den Rundkick hinterher machen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Pratze hinhalten, einmal Handrückenschlag und Rundkick. Das jeweils 5-mal auf der rechten Seite und 5-mal auf der linken Seite. So,
Jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr braucht für euren neuen Gürtel. Ja? Ihr müsst das jetzt ein bisschen trainieren. Dann filmt ihr das bitte ab, schickt mir das bitte zu. Und wir schauen dann nochmal drüber, ob das so passt oder ob ihr noch ein bisschen was korrigieren müsst daran. Wenn das so hinhaut, ist dann alles gut. Und am 16. wollen wir dann die Prüfung machen, entweder online oder wenn wir sogar hier uns hier treffen können, dann hier. Wir werden das in verschiedenen Gruppen einteilen, aber da schicke ich dann nochmal extra eine Nachricht dann raus. Dann viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Online-Training.